So, guck mal kurz, dass wir hier jetzt nochmal richtig verbinden, damit es nicht in der Bildschirmaufnahme ist. Und dann können wir tatsächlich loslegen. Ich habe gestern noch ein kleines bisschen gespielt, wie man vielleicht sieht, daran, dass ich hier noch ein Kreuzritter habe. Ja, habe ein bisschen reingeschaut nochmal. Macht auch ein bisschen Spaß. Und komische Seitenpads, die am Wackeln. Hammer Grafik. Ja, aber wir spielen natürlich weiter mit der Zauberin. So. Und zwar habe ich auch heute Vormittag versucht, ein bisschen Dailies zu machen. Tatsächlich gibt es da einen kleinen Bug mit den Dailies. Dass manchmal einfach die Monster nicht spawnen. Also habe ich die hingestellt und habe halt mein Essen gemacht und bin zur Arbeit gefahren. So, ansonsten, ja. Ansonsten habe ich auch getan, mir den Battle Pass geholt. Wir haben ja gestern ein bisschen was bekommen hier. Da dachte ich mir, wenn ich jetzt einen Monat hier das spiele, kann man für einen Monat mal holen. Das denke ich mal nicht das Problem. So, wollte gerade sagen, irgendwas ist hier noch am. Impf den Wal. Wow. Ja. Truppen haben wir ja gestern schon festgestellt, sind ja so Raid-Gruppen im Grunde genommen. Und, spielt irgendjemand? Nö, keiner spielt. Wollen alle nicht mehr. Ist jetzt zu viel Pay to Win. So, gestern habe ich auch was Falsches gesagt. Ich habe gesagt, dass Befreien ausloggen ist, weil tatsächlich das passiert, als ich das letzte Mal das benutzt habe. Das ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich so ein, wenn man stuck ist, ein Feature, um sich zu befreien. Spiel verlassen ist zum Login-Screens kommen. Was habe ich noch mitbekommen? Irgendwas war noch. Ah ja, genau. Ne, man kann Sprachmemos in den Chat packen. Und hier könnte das automatisch abgespielt werden, wenn man das denn möchte. Mir fällt gerade aber nicht ein, was noch irgendwie gewesen wäre. Ton ist hoffentlich immer noch in Ordnung. Ah ja, genau, hier, das wollte ich noch sagen. Man kann Autoloot einstellen. Und ich hoffe gerade, dass das Mikrofon tatsächlich nicht im Spiel aufnimmt. Weil eigentlich habe ich in den Spieleinstellungen gesagt, dass das Push-to-Talk sein soll. Das Spiel muss noch wechseln. Danke, Logo. Hast du recht. Mach ich sofort. Du könntest das theoretisch auch, glaube ich. Aber frag mich nicht, wie, ich habe das nie gemacht. Über irgendwelche Commands. Aber sieht man ja immer bei anderen, dass man irgendwie irgendwelche Commands eingibt. Und theoretisch müsstest du ja auch als Mod im Bot eingetragen sein. Das heißt also, wenn es ein Bot-Command gibt von Firebot, dann müsstest du das eigentlich auch können. So rein von den Rechten her. Und was wir können, ist so Deckard Cain latschen und uns die Story weiter anhören. Tatsächlich ruckelt es gerade auch bei mir. Ich glaube, das liegt daran, dass mein Bildschirm gar nicht so unbegrenzte FPS kann. Machen wir mal V.
Power Sync an, vielleicht. Ja gut. Das ist dann für euch nicht so geil, glaube ich. Bei mir ist es dadurch besser gewesen. Mal wieder auf 60. Schon besser. Ah, welcome, friend. Welcome. I am glad to see you made it here safely. And with the shard of the World Stone, I hope? Yes. I've been storing them in a special pouch, just in case. I thought perhaps the cured hides of a... Actually, it's not important. Here, have the stone. Well done, my friend. I am certain it was no easy task to acquire this shard. Sadly, there is no simple answer on how to destroy an object this powerful. For now, it must be kept out of sight. Bestimmt eine gute Idee. Also jetzt einfach ganz fancy in seine Tasche gesteckt. Now then, you may recall I spoke of a ritual that revealed the Worldstone shards in Wortham and Ashwold. Well, while you were busy, so was I. And Tal Rasha's ritual has revealed a third stone to me. You see, the ritual cannot simply find all the shards across the world. No, it reveals those that are being used in some form. It seems the magic of the World Stone emanates from the Dark Wood, a place of great and ancient evil. So, the shard is already in someone's hands, then? Unfortunately, yes. You must expect that the darkness is already moving against you. But you are not alone. In fact, Charcy should be here soon. I can think of no one better to help you find the strength you will need. Yay, Charcy. Ich verstehe, nun wenn wir Zeit haben, gäbe es dann noch etwas anderes. Zu meinte, ihr könntet mir mit einer Waffe helfen, die ich gefunden habe. Er sagte, sie habe verstecktes Potenzial, was auch immer das bedeutet. Really? Let me see it. I used to be quite adept at revealing the properties of magical equipment, you know. Ah, yes. The grooves of this weapon function as sockets. Some rare armors and weapons can be befitted with gems of legendary power. There's research on it around here, if you can find it in the mess. In the mess. Ja, nee, ist klar. I'll have a look around. Wo könnte es nur sein? Das ist ein sehr aufschlussreiches Dokument. Die so-called legendary gems seem very useful. How would one go about acquiring them? Well, the writings I've seen speak of the Elder Rift in the same breath as these gems. Legends upon legends, it seems. Still, I believe the Royal Mages recently made a breakthrough involving something called Crests. Da fällt mir ein, soll Charcy nicht in Kürze eintreffen? Wenn jemand mehr über diese Gerüchte weiß, dann ist sie es. Keiner hat die Ohren so am Puls von Westmark wie sie. Ich mag, wie random einfach die Sprachausgabe ausfällt. Oh, you're done already. I would have thought destroying Worldstone shards would take more time than that. You're not wrong there. And it appears I must find another in the Dark Wood.
Kane mentioned you might be able to help out. The Dark Wood. You know, I grew up not far from there. If you're heading to a place like that, you're gonna need some better equipment. I know what to do. Nun, Kane meinte, dass da was mit Elder Rifts genannt wird. In seinen Forschungen behauptete er, dass es ein Schlüssel zur Nutzung der Macht des legendären Edelsteins sein könnte. Wisst ihr was darüber? Klar, Portalschweine findet man am Platz des Palastes. Ich wette, wir finden dort jemanden, der helfen kann. Danke, dass ihr das nicht mehr vorliest. Könnte das hier sein? Jondo Moren. Seid ihr auf der Suche nach Abenteuer? Nutzt ein Emblem und erforscht die Mysterien des ältesten Portals. Scheint ja echt ein Mysterium zu sein, wo nur sehr wenige rankommen, wa? Excuse me. I had heard a rumor that there's been a breakthrough with the Elder Rift. You strike me as someone who might know a thing or two about it. You've got a sharp eye, adventurer. The court mages have been testing out various crests of power for a while now. We've just been given permission to start selling them. Only to qualified individuals, of course. From the look of you, I think we might be able to do business, friend. What do you say? The first crest's on me. We have an accord, then. Head over to the pedestal and place that crest into one of the recesses there. From what the mages tell me, that should activate the Elder Rift. Good luck in there. Legendäres Item. So, und da können wir unser erstes Rift dann quasi machen. Ha, scheint mir sehr selten zu sein. So, gehen wir einfach mal random mit einer Gruppe rein. Okay. Scheint ja gut zu funktionieren. Ah. Blizzard-Spiel. Der ist aber gut. Ja, komisch. Okay, scheinbar war das Menü nur für mich gedacht. Sind alle ein bisschen höher als ich. Das macht ja nichts. Ich habe den Markt freigeschaltet. I'm afraid it's not the time for that. A pitiful display. Thank you.
Okay, der Portal weg dann. I'm here. Bisschen laut, ne? Yay! Wir haben tolle Sachen bekommen und so. Dann machen wir mal auf die üblichen 30. Vielleicht ist das ja genug. Ja, toll, Gruppen. Noch mehr? Yeah, der Segen des Überflusses ist verfügbar. Das ist im Grunde wie bei Genshin, wo du daily was bekommen kannst, aber wenn du nicht daily einloggst, bekommst du nicht alles. Prost. You're back. Oh, thank the high heavens, someone finally survived. I knew you were the right one. Tell me, what was it like in there? Maze-like corridors filled with untold horror. As expected. I did find a few valuable things. Hold on. Did you say finally survived? Valuable things, huh? Oh, I like the sound of that. Business is going to be booming once rumor of ancient treasures starts to circle around the city. Here, you more than earned these, friend. Have a few more crests on the house. Who knows what you'll find in there next time, huh? Hells, if you find something nice enough, you might even be able to make some decent platinum at that market in Rackers Square to the south. Take a gander if you get the chance. It'll be worth your time, I promise you that. Die Embleme kosten, by the way, Geld und Platin ist auch eine der Premium-Währungen, sogar noch höher als diese andere Premium-Währung. Nur so, by the way. Das hier ist die Steckbrieftafel. Die Stadtwaffe veröffentlicht hier Aufgaben von verschiedenen Kunden und Abenteurer wie ihr erledigt sie. Das ist eine gute Möglichkeit, an Geld, Gold zu kommen, um bessere Ausrüstung kaufen zu können. Aber genug davon. Ich will mehr über legendäre Edelsteine hören. Wie ist es gelaufen? Habt ihr gefunden, wonach ihr sucht? Hab ich. Ah. Alles. Ja, wie auch immer. Das ist hier diese typische. Hey, ist das nicht toll? Wir haben viele tolle Dinge in diesem Handyspiel. Ja, schaut regelmäßig vorbei. Ja, ein paar annehmen. I am stronger still. Und jetzt sollen wir scheinbar zum Juwelenhändler, was ich jetzt zwar nicht vorgelesen habe, aber sie gesagt hatte. Thieves. Oh. Hi, na? Ja, Thieves. Warum muss ich erst mit dir reden? Ne, sie ist einfach stehen geblieben. Oh nein, Thieves. Bevor jemand anderes kommt.
Are you all right? Can you walk? Oh, yes, I think I'm fine. Thanks to the both of you. I may need some help getting back to my shop, however. We've got you. Vic's shop isn't too far from here. Akarat, bless the both of you. Adventurer, I don't think it's a good idea for me to carry these gems any longer. Please, take them to my workshop and let my apprentice know we'll be there soon. Ja, ich gebe auch Random Guy, der gerade zufällig vorbeikam, immer meine Juwelen. Ja, das ist eine übliche Vorgehensweise. Oh, hello. Combining, socketing, polishing, we do it all. Master Vic? Is he all right? Usually his cart has arrived by now. He was attacked, but he's going to be fine. Chassis is bringing him here now. He asked me to guard these gems until he arrived. Oh, the shipment's safe. Thank the high heavens. We would have been in a lot of trouble if that hadn't arrived. You're a real lifesaver, friend. Nothing else I will tell you all. Oh, I have never been gladder to be home. Thank you, Chassis. And you, my new friend. The both of you are welcome in this shop anytime. Ah, I see you met with my apprentice, Cyril. Good. If you ever need to socket gems or craft more powerful varieties, come here and she can help you out. For a small fee, of course. We're not a charity. Well, it's time we got going. Stay safe, okay, Vic? And maybe don't carry so many gems on you next time? So, Gems. Welche nehme ich jetzt? Gut, nehmen wir den hier. Aufwerten können wir nicht, weil wir das Material dafür nicht haben. Oh, wir können sogar welche herstellen. Rein theoretisch. Wahrscheinlich ist die Hälfte eh wieder nicht freigeschaltet oder so. What do you need, friend? Goodbye. Okay, ein Gegenstand, dessen Rang erhöht werden soll. Genau, vielleicht sollte ich ja mal, ne, Dinge anlegen. Jo, das war auch das Einzige, was ich anlegen muss, scheinbar. Remember, High Priestess Akara gave me this amulet when I left. Said it would open a portal, in case I ever needed to find my way home. If the World Stone Shard is there, they're gonna need help. I pray nothing bad has happened. Thank you, Chassis. You were right. This was a very helpful gift. Do not worry. I will find Akara. Be safe, all right? Okay. What do you need, friend? War suddenly doch wieder Story da gewesen. Nach den ganzen Juwelengequake. Da hatte ich doch fast was übersprungen. Aber wir haben noch mitgekriegt, dass wir wieder auf Akara treffen. Die alte Hexe aus Teil 1 und 2 und 3. Ja, 3 war sie auch. Sie ist ja die Mutter von Lea, glaube ich, hieß sie.
evil air permeates this forest. I had best find this priestess Akara quickly. Help! Get this thing off me! Guck, da krieg ich ja. Friend. Come closer. That is recharged. My daughter. She's still in the village. Please. You have to save her. I will try. Can you tell me what happened here? These women, in black armor, they attacked the town. They summoned these terrible vines. I tried to warn the sisterhood, but I... Here. It's all in this letter. Bring it to Commander Kasha. Go. Leave me. Just save... Alyssa. Okay. Lady Kaisha, wenn ihr das lest, habe ich es nicht zu euch geschafft. Schwarzwald wohl von fremden schwarzen Rüstungen angegriffen. Bitte, Herren, wir flehen euch um Hilfe an. Das ist ja sehr aufschlussreich. Dir ist eine dumme Idee mit meinen Quotes gekommen. Oh Gott. Oh Gott. Kann ja eine dumme Idee sein. Trail. Please, don't be the girl. I'm healed. Ich drücke irgendwie die falsche Taste, ich weiß auch nicht warum. Hi, girl. Too old to be the man's daughter. The body is cold, drained of blood. What could have done this so quickly? Discarded clothing. And another emaciated body. Vine was feeding on the corpse. They're draining this village of its blood. Why? I'm going to get you out of there. Who are you? Where is father? I'm a friend. Your father, he didn't... Listen, your village is under attack. We have to get you out of here. Könnte ich sprechen während dem Kampf sein? Ja, danke, Spiel. I'm a friend. Your father, he didn't... Listen, your village is under attack. We have to get you out of here now. Leave? No! I'm not leaving. My father told me to stay hidden. He promised to get me to safety. He's going to come back. He has to. Alyssa, your father is dead. His last request was for me to save you and to deliver this letter to someone called Kasha. You and I can still bring it to her, together. You really did see him, didn't you? Dad! You're right. We have to go. I can take you to the Sisterhood's camp. Kasha will know what to do. Oh, Spielplay. Das ist immer das Tolle an Online-Spielen. Friend, leave. Alyssa. You really did see him. All right. Stay close. We are still in great danger. The camp is this way. Follow me. Two more of those peasants! They're fleeing from the village! Alyssa, get back. Let me fight them. Don't rush, Brilliance.
Are you all right? Did she hurt you? No. No, I'm okay. I'm sorry, I didn't know what to do. They killed my father. Everyone in my village. And then she was standing right there. Taunting me. Like I was nothing. You are not nothing. We will ensure those women pay for what they did. I promise. But we must leave here and... Wir packen eindeutig viel zu viel Story rein dafür, dass direkt daneben Gegner spawnen. You are not nothing. We will ensure those women pay for what they did. I promise. But we must leave here and find Kasia. Help! The vines! Help me! Do not fear! We will fight back these traitors together! Ich nehme. Wollte gerade sagen, ich nehme an, das ist Kasia. Is that all of them? Yes, but remain alert. We are close to their den. My rogues and I will continue the pursuit. Stop her! Alyssa. Oh. Oh, gods, forgive me. I am so sorry, child. A cruel fate for one so young. I knew the girl's father. And since you were with her, I take it he did not survive either. You are no villager. Who are you? Why are you here? A wizard of Shansai. I came here seeking a priestess, and I found only carnage and loss. You must be Kasia. Then, this letter is yours. The girl and her father died trying to bring it to you. Let me see it, Outlander. Lucian was right to be afraid. These Bloodsworn, as they call themselves, are traitors to the Sisterhood of the Sightless Eye. This is not the first atrocity they have committed. Sadly, Blackstone is gone. And like with this poor girl, there is no undoing the terrible loss of life. But we can avenge the fallen and prevent further misery. My rogues and I are going to put an end to these Bloodsworn. Join us. Commander, Lockree's forces ambushed us. The Bloodsworn retreated into the overgrown village, but our numbers are too few to pursue. And the wounded... Flavi, order the rogues to pull back. Get the injured to the battle camp and bury the dead. My new friend and I will be the ones pursuing Lockree from here. As for you, Outlander, it appears you have the honor of heading in first. Once Flavi and I have ensured the safety of our sisters and recovered the bodies of those who've been lost, I will join you. Considering you fought your way through that village, I doubt you will miss me too severely. Go, show those traitors that death is the only mercy we will afford them. Gladly. I will see you inside, Kasia. The enemy's den lies beyond the felled tree. Take caution. The Bloodsworn are not to be trifled with. Yeah. Ich habe gerade bemerkt, dass ich ein bisschen auf die falschen nehme. Dementsprechend wechsle ich das jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass ich dann eher die richtige Taste drücke. So, dann gehen wir mal in die Richtung. The rogues were outnumbered, but fought well. I will finish their fight. Not ready yet.
lead the interloper to the Blood Road. The mistress will be you. Krass, sie kämpft mit Eis. Retribution at last. Okay, erst haben wir einen Totenbeschwörer gefunden und jetzt finden wir einen Barbaren. Was für ein Zufall. So von der Storyline her. I did not expect much kindness was left in these woods. Not since the Bloodsworn began their vile hunt. You're welcome. So far, you are the only prisoner I've seen still alive. Why have they not killed you? They were torturing me. Wanted me to join their perverse cause. That scene you saw outside. They want to spread that corruption through the woods. A druid would sooner die than aid in such a thing. In fact, I almost did. Okay, es ist kein Barbar, es ist ein Druide. Never mind. Kasia, you've missed the excitement. Lakri and her retinue captured this druid. He's been injured. Yes, he's lost a lot of blood. Our friend here will not survive long without treatment. Someone will have to stay with him. I've gotten this far on my own. What's a little further? You outlanders seem to love surprising me. Fine. Very well. Go and deal with Lakri. Once the deed is done, meet us back at the camp. May the Great Eye watch over you. Mistress, I've done as you asked. The blood of every man, woman, and child in Blackstone runs through your veins. Yet it is not enough. I must be whole once more. Hasten your efforts, lest you lose my favor. Discard you too if you live. The true ruler of this land is returning. Her dominion is absolute. Ja, der Bot mag hier irgendwie heute, ne? Das Quote. Yay. This land has always belonged to her. She will ensure you remember those you have forgotten. Okay. Lakri escaped. Kasia will need to know about this. Aber mir schien, dass es hier Lilith war, ne? Blutüberschüttete Frau mit Flügeln und so, ne, die durch Blut auch beschworen wird. Ich glaube, das ist Lilith für Diablo 4. Kann gut sein, ne? You there. Where is Kasia? Oh, she left for the battle camp a while ago. Had a druid in tow. Bleeding everywhere that one was. Hopefully the priestess can see to his wounds. Head east through the woods to find the camp, but be careful. Demons plague this forest. Ach was. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass Dämonen hier sind. Also, nee.
Sah mir eigentlich nach einem ganz friedlichen Wald aus, in der garantiert nie irgendwas passieren würde. Gerade hier diese freundlichen, aufgehängten Leichen, ne, sagen überhaupt nichts über irgendwelche bösartigen Dinge oder so, ne? Hi, Lien. Thank you for your help. The Fallen have grown much more aggressive as of late. Kosha asked me to wait for you. I'm glad you came along when you did. I'm Lien, by the way. You're welcome, Lien. Do you know where I can find the battle camp of the Sisterhood? It's not far. Keep going down this road and you'll find Kosha inside the camp. Oh, and maybe you can kill a few more Fallen on the way. That would... Oops. Guck grad. Ah ja. Markus hat auch angefangen zu spielen. Das war der Ton wohl grad. Das ist immer schön, wenn man mit einem Level Up Gegner explodieren lässt. Ah, you've returned. I trust you bring news of victory. Some. The Blood Sworn were driven from the village. But Lakri escaped. I see. Still, you've done well. This was never truly your fight, Outlander. If I remember, you came to this land in search of Akara, yes? It is time the two of you met. Ja, wir sind gerade aneinander vorbeigegangen, aber okay. Go to her and show respect, hm? She may be the High Priestess of the Sisters of the Sightless Eye. But she is also like a mother to me. Oh, and don't fret about Lakri. My rogues and I will handle her. Ob ich bei ihr wieder umskillen kann oder so? So einmal und der Rest kostet echt Geld oder sowas? Würde ich jetzt fast vermuten bei so einem Spiel. Aber ja. Hat sich gut gehalten, die Akara. Moment mal, ich habe sie verwechselt. Oder? Ich glaube, sie war nur in Teil 2, ne? Bin mir gerade nicht sicher, ob es die gleiche Person war. Wenn 19 jetzt hier wäre, ne? Dann hätte er uns das sagen können, aber der muss ja selber spielen. Priestess Akara. It is an honor. I've come with a dire request. Elder Kane and Charcy believed you could help us find a Worldstone shard hidden in these woods. A shard of the Worldstone? Interesting. That certainly could be the source of our troubles. It seems the Great Eye has aligned our goals, my friend. As you have undoubtedly seen, the Dark Wood suffers at the hands of the Bloodsworn. Their leader, Lakri, was once part of the Sisterhood, until her heart was broken. She rejected us and found someone else to accept her. A Worldstone shard could be the source of the new power they have acquired. And if that is the case, you will need all the assistance I can offer. Years ago, Deckard Kane left me with a gift. A tome of Haradric origin. In truth, its strange magics were never meant for me.
How fitting that he has sent you here to complete the circle. On your way to this camp, you killed several of those fallen demons, did you not? Their essence swirls about you. Yes, the tome is surely meant for you. Follow me if you would. Inspect the tome placed upon the altar. Let it reveal its secrets to you. Aber du hast das Buch noch in der Hand. Da ist kein Buch auf dem Altar. Also, die packe ich selber drauf, das Buch. Okay. Töte Gegner, um Monster-Essenz zu sammeln und nutze diese zum Entziffern von Bestariums-Seiten. Gotta catch them all, schätze ich mal. Man kann die Töne abspielen, wenn man draufklickt. Tatsächlich, wenn da nichts ist, blättert er nur um. Roderick Bestiary is yours. As you defeat the monsters of this world. Their essence will provide you both strength and knowledge. When you have collected enough essence, bring the tome to one of these altars, and you will be greatly rewarded. Now then, we must return to the task at hand. If you are to find your World Stone Shard, you will need help. Thankfully, we are not alone in this endeavor. Let us speak with your wounded friend. Helmlia, your rescuer has returned. Ah, you're back. Good, good. I didn't get a chance to introduce myself while I was choking to death in those vines. My name is Helmlia, and I... Well, I suppose I owe you my life, don't I? It was the least I could do. Still, I'm curious. What brought you here? The Dark Wood is quite a distance from your homeland, is it not? Aye, 'tis. And how I miss Tuadulra. But the corruption of nature in these lands cannot be ignored. I came here to commune with the great tree Inifus. And it was there that I was captured. Ah, Inifus, den haben wir in Diablo 2 gehabt. Also ist das quasi, ist Akara nicht umsonst hier. Akara ist hier, weil das hier das Startgebiet von Diablo 2 ist. Würde passen, wenn man so jetzt bedenkt, nicht so viele, obwohl, nee, Dunkelwald waren eines der Nachbargebiete, aber auf jeden Fall, er gibt das auf jeden Fall so von der Position Sinn, ja. The dead tree teems with old magic. The bark whispered to me of a way to cleanse this corruption. Unfortunately, the ritual is complicated, and I lack the strength to gather the resources. But perhaps you can help there. We must acquire native reagents. A crimson arax giant eye. A thorn from the largest of those blood flowers, and a branch of the darkest wood. Combined, the forest itself will reveal the truth to us. Now, the spider's eye and the thorn should be simple. Both can be found to the north. But the branch, well, the oldest trees here are where fallen make camp. Maybe we start with the other two, eh? Als ob die jetzt alle relativ unterschiedlich wären von der Schwierigkeit, ne? Klingt alles nach töte dies, töte das, töte dort. Ja gut, zu den Dailies werden wir wahrscheinlich nicht kommen, aber sind jetzt auch nicht so wichtig, glaube ich.
one to the north. Yes, this looks exactly like the place a giant spider would hide. Halt, würde ich jetzt nicht sagen. Bin doof, ich nehme trotzdem immer diesen Windstoß als erstes. Aber tatsächlich, wenn ich erst das Feuer mache und dann den Windstoß, dann mache ich so eine Kombination, weißt du? Yay, Pepsi Man! Flower's thorn. Hemlia seemed to think it was close. Perhaps these wretched vines will lead me to it. I'm healed. Alles muss man selber machen. Nebenbei. Don't rush, Brilliance. Wow. Die mich einfach aufhalten wollen hier, ne? That feels better. Is a blood flower of that size? There are surely thorns. Na, grad noch, bevor das Ding wieder weg war. So, the obedient hound of the usurpers barks at my door at last. Vasariki, show this. Ah, das ist Priesterin Vasariki. Ah, ne, die da unten ist das. Aber wenn man guckt auf der Blume, die Hörner und alles, ne? Das ist sowas von klar, Lilith. Let the ice blow. Blood obeys me.
Everything is mine. Even your victories hasten my return. These lives you value are a lie built upon the remains of my kingdom. The blood flowing in their veins is stolen. I will have it back. The thorn is mine, coated in the blood of the enemy. Amir spoke of a branch of dark wood. The largest trees are to the south. I should start there. Okay. Haben sie also hier quasi auch mal in-game Lilith eingebaut, weil in Diablo 1 und 2 war sie garantiert jedenfalls nicht so als NPC irgendwie zu sehen, ne? Sie soll ja auch irgendwie so von den ganzen Anfängen der Lore überhaupt sein. Also nehme ich mal an, dass sie noch in keinem Spiel so richtig war, sondern einfach nur so ein, ich sag mal, Hintergrundinfo ist. Und jetzt versuchen sie halt nochmal so richtig einzubauen, bevor halt das Spiel, wo sie dann halt wahrscheinlich der Endgegner werden wird, rauskommt, ne? Ist doch schön. Ich mag ihn nicht. That is recharging. So, geht doch. Da ist Dicky weg. Wer kennt es nicht? Einfaches Brennholz, wie es über dem Feuer schwebt. There. All three components. I pray the druid is well enough to perform his ritual. Ja, so weit ist es gar nicht. Aber die lassen uns auch nicht rüberporten. So, jetzt aber. Ribs a little too sore for that. Come, the campfire will be our catalyst. Let us see what darkness curses these woods. It failed. I don't understand. Well. What happened? Did we get something wrong? No, no. The ritual should have worked. Each piece represents a part of the Dark Wood's condition. The flames should have revealed their connection. We're missing something. Akara, we could use your help. Could you now? It is nice to know that even at my age, my insight is still appreciated. Yes, a woman. Her wicked desires have perverted the nature of these woods. Only a magic equally as dark can bind your ritual.
We would be blind without your wisdom, Akara. Well, if we're seeking out dark magic, I know exactly where to look. On my way to the Great Tree, I encountered a camp of cultists. They've been scouring the woods looking for something. If we're seeking a source of dark magic, that's the place we're going to find it. Very well. I'll return soon. Ha! No need to keep running around. Just meet at the Tree of Innophos. With all four components, we should be able to fight back this corruption. Oh, before you go, I asked Hess to make something for you, but you need to grab it yourself. I am still recovering, after all. Ich frag mich immer noch, wie man oder wo man diese versteckten Horte findet, aber das werde ich, denke mal, noch im Laufe des Spiels herausfinden. Salvaging, forging, I do it all here. There you are. Just finished this beauty up. Here, all yours. Sure makes me wonder what old Hemlir imagines is waiting for you out there, though. Whatever it is, this ought to come in handy. Come on back if you Desintegration. Kartenerfolge. Okay. Gibt auch nur zwei Primärangriffe, ne? Was sollen Kartenerfolge sein? Also das jetzt hier sind die verschiedenen Karten. Also nicht Kartenkarten, sondern ne, Areale halt. Und in diesem Areal habe ich den Skelettkönig im Dungeon besiegt. Okay, Steuerantreiber habe ich noch nicht gesehen. Zonenprüfung. Und Offizier Hagan im Friedhof. Okay, die Altäre habe ich so teilweise gesehen. Da kommen so Geister raus. Okay. Interessant. Gibt's also wieder so, ich sag mal, für Completionist-Leute was, ne? Gut, dann habe ich eigentlich irgendwelche neuen Klamotten? Ja, habe ich. Schuhe. Neue Schuhe einfach. Gut, dann ne? Noch nicht genug Kram. Thank you for the coin, friend. Das war Blizzard. Thank you for the coin, friend. Oh, das sieht aus wie ein versteckter Dungeon. Eingang zur bösen Höhle. Nice. Das ist also wahrscheinlich ein versteckter Hort. Vor allem, der ist auch komplett verschwunden gerade. Töte den Versteckwächter. Auch eine nette Bezeichnung. Okay, wo kommt das her? Irgendwas habe ich abgeschlossen bei blutiger Angriff da unten. Ich weiß nicht was, aber es ist auch so halb abgeschnitten scheinbar. Nett. Also Diablo 3 konnte man die immer kaputt machen, aber ich denke mal, das ist so, ich sag mal, plattformabhängig, aber ist halt hier für Mobile-Plattformen gedacht. Ne? Und wir haben eine Wiederbelebung erhalten.
Kann man sich also quasi zusammenfahren und dann geht man irgendeinen schweren Dungeon und stirbt die ganze Zeit vor sich hin. Und das für lau. Ein Bonus-Ereignis. Müssen wir aber erstmal hier die Leute davor besiegen. Mach immer zuerst hier diesen Wind, ne? Ist ja auch egal, welche Taste ich das lege. Werde ich halt erstmal falsch machen, ne? Eine nette Fähigkeit für so einen Elite-Gegner, nenne ich ihn mal. Und ein bisschen was Gelbes bekommen. Nett. Direkt besser. So. Leider machen Leute, I guess. Sind auch noch Kisten. Vielleicht genau Wind gemacht, ne, als das Feuer weg war. Also konnte ich gar nicht sehen, ob die Reaktion auch auf dem normalen Feuer kommt oder ob ich da wirklich nur mein Magiefeuer haben muss. Oh, Elite. Ich schätze mal, ihr seid hier die Wächter. Oder auch nicht. Da ist nicht mehr so viel Zeug drin in der Sache hier. Wenn ich schon hier bin, gucken wir mal unten noch. War jetzt auch nicht so. In der Ecke habe ich nicht geguckt, ne? Ah, ne? 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 Muss man immer gucken, ne? Auch in so einem Spiel. Man kann sich ja nicht beschweren, dass da hier oh, Pay to Win und man bekommt nichts oder so ein Kram. Und am Ende hat man nicht geguckt, ne? Oh, das ist eindeutig jetzt die vom Versteck die der Boss. Ups. Ist sie gerade weggeportet da? Der Maler. Weiß wohl die Malerin denn schon. Keine Kiste, irgendwas mehr. Können wir rausgehen. Das war wohl ein versteckter Hort. Hoffe ich. Sah jedenfalls sehr hortig aus, der versteckte Hort.
Nicht. Oh, da ist was Rotes. Ist das der versteckte Hort? Gucken wir mal das Rote da unten an. Habe ich vorhin nämlich nicht gesehen. Artus Grabstein. Okay. Letztes Mal ist jemand gestorben. Oder so. These cultists are the same ones who attacked Wortham. They must also be seeking the shard. Your master wishes to speak. My heart only desires one thing, and your precious fragment is hers. Deliver the stone, or the burning hells will cleanse this world. Mistress in you had such power, you'd be taking a stone, not asking for it. You have your answer. With the stone's power, even hell cannot stop her. Na, ja, ist ja schon ein bisschen was dran, was er da sagt, ne? Gold. Gold ist immer gut. Shard is with Lockery's mistress. The rogues and I will need to work together to face such power. An ember of the burning hells. It smolders with dark magic. I hope it will be enough. To the tree then. Yo, ab zum Baum. Hm? Ob das hier auch ein versteckter Hort ist, nur nicht aktiv? Still waiting. The Bloodsworn are attacking. Hamlia, hold fast! I'm coming! You're all right. But for a moment there, I feared the worst. And with good reason. The damned Bloodsworn are giving us precious little time to waste. Still, you were able to get the final component, so not all is lost. Now, this ritual will bridge my consciousness to the tree and the forest beyond. This magic is chaotic, ancient, the kind that scars the soul. Can I count on your protection, friend? Do what you must. I will keep you safe. There at the tree, just as Lockery said. Kill them. Don't rush, Bruce. The tree. It's guiding my sight. I see the darkness infecting this land. An evil that has festered in the deep places. It corrupts life. Feeds off it like a parasite. Hamlir, your face, it's... We have to stop this! Did I not warn this kind of magic scars? Eh?
No, we cannot stop. The ritual awakened the power bound within the tree. It wants to be free. It will help us fight the corruption for a price. You have your bargain, Inifus. Banish the corruption infecting this wood and its people, as promised. Ah! What's happening? It should have worked. Corruption out! Friend, you must destroy it. It can be purged. Ein Schattenklon. Okay. Haut ganz schön rein. Is it over? It is, but there is no cause for celebration. The forest will not be purged so easily, not while the heart of its corruption remains. I could see it all now, friend, and it is terrible to behold. A blight seeps from the forgotten tower. At its roots lies a woman. In a pool of stolen blood. Around her neck, a red stone pulses with a power older than the world itself. The vines whisper to me. They tell me of an abomination, a blood rose. Through the rose, the blood flows to her, feeds her. It must be cut down. I have to alert the Sisters of the Sightless Eye. You will have your chance. The plants tell me a rogue is on her way here now. Enough. We're getting you out of here. No, you're not. Not if you wish to survive this. We've been given a chance, but we must strike now. Kill the Blood Rose. As long as it feeds her blood. The Countess cannot die, and this corruption will never end. The tree can purge your lingering corruption, but for now, the rogues need you. Aua. Flavi? Emily, just... Wait, why are you here? What's happened? Haven't you heard? Kasha led a war party to attack the Forgotten Tower. I was returning to the encampment to rally the others when I saw what was happening here. I'm only sorry I arrived too late to help you. There's nothing you could have done. Hold. Did you say the rogues are attacking the tower? Yes. And the Bloodsworn are fighting ferociously. Kasha sent me to ask Akara for aid. Damn. The Countess cannot die while the Blood Rose lives. Your sisters are walking into a trap. I must reach Akara and the others, lest the Bloodsworn take them as well. Head to the Rose and we can join you there. May the Great Eye watch over us both. You face a master of the Arcane. Good luck.
Okay. The Bloodsworn are everywhere. This must be where the rogues were ambushed. I pray Kasia is all right. Hätte sie das nicht gesagt, hätte ich das nicht mitgekriegt, weil hier überall Leute sind, ne? Ups. Don't rush, Brilliance. Globo ist wahrscheinlich unterwegs schon eingeschlafen, ne? Where the rose hides. Scheinbar, ne? Nian, you're hurt. Who did this? Where is Lockery? Wow. Einzelner Bogenschütze. Nian, you're hurt. Who did this? Where is Lockery? Blood. The rose is drinking their blood. It has the others. I barely got away. Gods above. Listen, Leon. I'm going in there, and I'm going to kill that thing. But you will not survive if you come with me. Flavia is sending reinforcements. Hide and wait for them. Stay hidden. And I will return as soon as I'm able. All right? Keep going. Do what you need to. I'll try. I'll try. So, Sekunde. So, kann weitergehen. Kann ja auch keine Sekunde stehen bleiben, ne? Ah, healing. Just what I require. Someone's approaching. Feed their corpse to the rose. Both your bloody rose and your mistress die tonight. Okay. This abomination is what feeds the Countess. Well then, monstrosity, your end has come. That was better. In anderen Spielen hätte man erst diese Seitenarme kaputt machen können oder sowas. Oh Gott. Mit normal gehen kann man da auch nicht so wirklich ausweichen, ne? Da ist ja diesen Ausweichskill von Diablo 3 auf der, auf der PlayStation nicht wirklich gibt. Das ja alles hier auf normalerweise auf Touch gedacht ist. Ich hätte also teleportieren müssen, um da wegzugehen. Die Idee ist gut, ich muss sie nur besser gestalten. Wow.
Ich bin mal gespannt, was du da bastelst. I should slay you where you stand, but I'm no fool. I will not chance losing and failing her again. No. She entrusted her blood to me, a gift to ensure her beautiful world came to fruition. It will be enough. I can't have you interfering! Stand back. And witness your failure. My mistress, I give back all that you bestowed upon me. Take everything. My life, my blood, is yours. Let me serve you. Forever. Oh. Damn you, Lockery. Some time to think, please. Okay, wo Schnappviecher da? Hat er gerade Gold gekotzt? That creature will no longer poison the land. The Countess is vulnerable. Now is the moment to strike at the heart of the Forgotten Tower. Hört sich nach einem Dungeon an. Und da sind wir wieder aus der Solo-Instanz raus. Leanne! Hemlir. Leanne. Dozens of our sisters. All of them have laid down their lives to prevent evil from returning. We cannot allow such sacrifices to be in vain. The Blood Rose is dead. But Lockery gave up her life before I could stop her. Then she must be slain. There is no other course, no other way. An evil like that cannot possess an artifact like the heart of creation. It will not be easy, but you must act as the heroes of Sanctuary did. Join Kasha and the others at the Forgotten Tower and end the curse upon this land. Da fällt mir gerade ein, der vergessene Turm ist auch so ein Side-Dungeon in Diablo 2 gewesen. Nett. The magic of the waypoint here will make your journey faster. Go, friend. This world depends on your task. May the Great Eye watch over us all.
Okay. Bleib einfach mal da stehen. Ja, jetzt will mir ja. Ich hab schon längst gesockelt, ne? Will mir das Spiel nochmal zeigen, wie man sockelt. Danke, Spiel. Sehr aufmerksam von dir. Damage. Echt jetzt? Aber ich hab doch den... Ich hab den Wegpunkt doch noch gar nicht, Spiel. Wish me luck. Sometimes you think. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie der Turm aussieht. Kashi and the Rogues aren't here. They must already be inside. Ja, hat sich minimal verändert, der Turm. Aber ist okay. Der vergessene Turm. Frag mich, ob ich diese tollen Hilfetexte irgendwie ausschalten kann. Weil bis jetzt waren die so immer das Offensichtlichste mit nochmal noch offensichtlich größeren Sachen anzeigen. Wie hier zum Beispiel dieses riesige Fenster. Tippen, um Gruppenmitglieder für Dungeons zu suchen. Keine Freunde, kein Clan, kein Nick. Wollt mal, online war auch einer vorhin. Sekunde. Sogar mehrere. Warum wird mir angezeigt, dass... Ah, jetzt sind sie. Nee, das, die waren nur in meiner Nähe vorhin. Oder so. Und hier kann man theoretisch irgendwann die Schwierigkeit einstellen. Okay, da haben wir einen Martin. Finally, a worthwhile ally. A worthwhile ally, auch gut. Hi Martin. I would be happy to help. Nett. Beauty fades. It is impossible to escape. I will not submit to this truth. I am beyond the pitiful laws of tiny men. Their blood will serve me. Fulfill my purpose. My splendor. Reborn from their pain. And my beauty will never fade again. Okay, es ist auf jeden Fall doch nicht die ich dachte. Sondern wahrscheinlich Bathory. Tower is just beyond the courtyard. I can smell the stench of blood from here. Still waiting.
Blutpriesterin Inalot. Okay. Einmal eine Weisheit in ihrem Quatschkanal. Okay, guck mir nach der Dame schon an. Sie ist ja gerade das hier ein bisschen Chaos. Masterfully executed. The enemy has breached our defenses. Keep them from the mistress. Sometime to a dead end. I'll have to find another way forward. Not ready yet. Don't rush, Burns. A refreshing change. That was but a taste. Here you are. Let us begin then. Au. She's dead? It's over. Come, let us return to the tower's entrance.
glaube auch. Ich fand das sehr lustig. Und da du nicht müde bist, kann ich ja weiterspielen, habe ich gehört. Und es ist halt doch nicht Lilith, es war einfach nur die Gräfin, die natürlich an die Vorlage der Gräfin Bathory, die Blutgräfin halt, angelehnt ist. Aber ja, hat schon recht ähnliches Design, ja. Ein einmaliges Paket. Mit sehr wenig Kugeln, ein paar Rift Keys und ein paar Edelsteine. Nice. In einer Stunde ist aber das kostenlose Ding wieder verfügbar. Herrlich, ne? By the way, weil wir schon öfter welche mit den Sachen gesehen haben. Ne? Ich hatte mir das aufgeschrieben. Genau. Die hier mit 1017 Euro. Und die hier für 1600. Ne, 1500. Die 1500er sind 25 Euro. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied ist. Wahrscheinlich, dass hier noch so ein Rift dabei ist oder so, ne? Ja. Hier hast du, glaube ich, etwas davon. Und hier hast du noch das Portal irgendwie dabei, nehme ich mal an. Hier, das klassische Portal. Das ist natürlich lustig gemacht. Wieso kann ich mir den tollen Rahmen nicht angucken? Das ist ja schade. Anyway, zwischen 17 und, ich sag mal jetzt 30 Euro, wenn hier so ein bisschen noch mehr ist. Zwischen 17 und 30 Euro für Skins. Ist das nicht schön? Irgendwas ist noch am Rotpunkten. Bestliste. Irgendein Typ, der Fabi heißt, hat Stufe 30 erreicht. Schätze ich mal. Ein Rift, der Stufe 30 erreicht, meine ich damit. So, gut. Ich will nicht zum Schmied navigieren. Ich möchte zu Kayasha. Die ist doch bestimmt nicht da unten, oder? Ja, doch. Guck mal einfach mal. It is done. And you are triumphant where we faltered. That is twice now I have misjudged an outlander. I suppose I may need to work on that. That object in your hand, is that? A shard of the world stone. Yes. Its terrible power resurrected the Countess. I will trust both you and Kane to deal with it then. I'm sure he'll be relieved to know it is in your capable hands. Oh, und meine Voice Acting ist wieder weg. Wenn ihr nach Westmark zurückkehrt, richtet mit Kane und Charles die liebe Grüße aus. In the meantime, we will continue to ensure the Bloodsworn do not return. Should you ever require our aid, we will be here. Yay. Jetzt haben wir die Autonavigation im Dunkelwald freigeschaltet. Ist das nicht schön? Gut, ihr gebt euch nach Westmark. So sieht das aus. Irgendwie vermisse ich die Pets, die hinter den Leuten herlaufen. Na
Und hier ist die Navigation wieder ausgeschaltet. Und das Wetter in Westmark ist wieder richtig englisch. Ich finde aber schön, wie sie im Hintergrund hier so ein bisschen den Hafen gemacht haben und so. Und tatsächlich, Westmark kennen wir im Grunde genommen nur aus Diablo 3 und dort, glaube ich zumindest, dass wir es nur aus Diablo 3 kennen gerade. Bin mir gerade nicht so sicher. Aber auf jeden Fall, ne? Was da ja schon mit Untoten und Zerstörung und so. Und hier haben wir halt die schöne Fassung. Hi, Kane. There you are. Come, stay a while. The two of us have much to discuss. Indeed, Kane. Once again, you were right. The Shard was already in the hands of evil when I arrived. Many laid down their lives to aid us in reclaiming it. Such sacrifice. Each Shard has only fallen into worse hands. It is far past time we were rid of them. Follow me, if you would. Even as small as they are, the Shards still radiate a corrupting power. There. It should be safe enough to begin the ritual. Strange. The spell seems to have no effect. It is as if the stones are resisting. Ah, was? Er hat doch selber gesagt, dass es nicht so einfach ist, die zu zerstören. I should have guessed this would not be easy. Even the ancient Herodrim worked together when dealing with shards of the World Stone. My friend, I will need you to lend me your strength if we are to attempt the ritual once again. Can I count on you? You can count on me and my credit card. What must I do? Stand there. Outstretch your arms. And focus your mind upon the stones. The rest will be up to me. Hier? Mach das doch wieder alleine. Sandy Cthulhu. Venta, der Unheilige. Doch. Gewicht des Weltensteins. Kane, are you hurt? I'm fine. But that was not supposed to happen. The shards have been irrevocably corrupted by Bale's influence. I'm sorry. But I am truly at a loss. No, no. Despair will do us no good. There must be an answer somewhere. There always is. But I will need to consult the Herodric texts, and that will take some time.
Warum geht ihr nicht zu Charcy? Sie will sicher wissen wollen, wie es gelaufen ist. Hoffentlich weiß ich mehr, wenn ihr fertig seid. Genau, weil diese ganzen Bücher hinter ihm, ne, diese riesenlangen Texte, die da runterhängen und allgemein alle dicken Bücher von mindestens 1000, 1500, 2000 Seiten dicke, die sind bestimmt unheimlich schnell mit einem Spaziergang durchgelesen. Der hat bestimmt unter seinem Tisch irgendwie so ein magisches PC-Dingens, wo er einfach googeln kann. Wette ich drum. Do not lose hope, Kane. I'm sure you will find something. Kane muss googeln. Das ist eigentlich hier die ganze Zeit am Leuchten. Geht gar nicht. Und Charcy steht. Das ist scheinbar ihre Lieblingsbeschäftigung vor Deckard Kanes Arbeitszimmer oder Haus. Wie auch immer. Zu stehen und darauf zu warten, dass irgendjemand rauskommt, den sie voll quatschen kann. Ohne Voice-Over, by the way. Jetzt seid ihr hier. Bin gekommen, als ich hörte, dass ihr zurück seid. Wie war die Reise? Er ist auch warten können. Erschöpfend, gelinde gesagt. Kashia und die Schwesternschaft des verborgenen Auges haben mich gebeten, euch ihre Grüße zu übermitteln. Sie sind am Leben? Oh, dem großen Auge sei Dank. Es ist gut zu wissen, dass es ihnen gut geht. Ha, und ich dachte, ich wäre diejenige, die die guten Nachrichten überbringt. Erinnert ihr euch an den Elder Rift Portal? Bla, bla, bla. Jetzt haben wir noch mehr Statuen, womit wir Sachen machen können. Look at me, I'm a game feature. Oh, jetzt ist sie stehen geblieben. Komm. Man nennt sie Herausforderungsportal. Anscheinend ist es eine Verbindung zu sonnenbaren Reichen voller Monster. Die Abenteurer wetteifern bereits miteinander, wer diese Kreaturen am besten töten kann. Das ist interessant. So, it's a test of strength, then. Knew that would get you interested. Yeah, sure, you can consider it a test. You can also find some rare materials in there. I've never been inside myself, but it sure brings a lot of people to my forge. Warum schaut ihr nicht in meinem Laden vorbei, wenn ihr fertig seid? Oh, und wenn ihr dort irgendwas Gutes findet, vergesst es nicht mitzubringen. Die Schwierigkeitsstufe des Herausforderungsportals erhöht sich, wenn ihr Stufen abschließt. Boah. Erhaltet Belohnungen, wenn ihr Stufen zum ersten Mal abschließt. Tippen, um ein Herausforderungsportal zu betreten. Der will scheinbar, dass ich das alleine mache. Aber scheinbar kann man das mit schon bereits niedriger Stufe machen. Ja? Oh nee, das ist die Stufe von dem, wie weit die gekommen sind. Ich wollte gerade sagen, hier links sind ihre eigenen. Nee, das sind ihre Top-Ränge. Wie dem auch sei. Einige. Ich bin mal gespannt. That is recharged. Not ready yet. Ah, schon wieder vorbei, dieser Buff, den wir gerade hatten. Schade. Korva!
Scheinbar sind wir schnell genug, wenn ich da links den Balken sehe. Der ist ja ähnlich wie bei den Rifts in Diablo 3. Einfach eher fähig sein, als der Balken da sich füllt. Na gut, das ist ja auch Stufe 1, ne? Wahrscheinlich erhöht sich auch die Schwierigkeit, wenn man mit näheren drin ist. Nehme ich mal stark an. Just what I require. I'm afraid it's not the time for that. Müsste ja gleich vorbei sein. Der Portalwächter ist hier. Wriss? Hi, Wriss. Sometimes you think, please. I'm afraid it's not the time for that. Yay! Voll die Herausforderung und so. Ab zu Chassis Schmiede. Aber erstmal wieder rote Punkte abarbeiten. Onward and upward. Okay, wir haben jetzt die Quest hier, die Questdinger bekommen, die sich dann langsam aber sicher füllen. Und es wurden Clans freigeschaltet. Ihr könnt jetzt einem Clan beitreten. Um einen Clan zu erstellen, braucht man 3000 Platin, was eine Echtgeldwährung ist. Tatsächlich alle, die einfach einzeln. Und es gibt insgesamt scheinbar eine Maximalanzahl von 100 Mitgliedern pro Clan. Nicht, dass wir jemals so viel haben würden, wenn ich das machen würde. Gucken wir doch mal kurz. Ich habe hier mal ein paar Notizen gemacht. Platin, Platin. Wie viel kostet das, stand da? 3000. Okay. 500 Platin kosten 50 ewige Kugeln, was 1 Euro ist. 5000 Platin kosten 500 ewige Kugeln, was 10 Euro ist. 50.000 Platin kosten 5000 ewige Kugeln, was 85 Euro ist. Das heißt also, da wir ja nicht direkt die 5000 dann nehmen wollen, wir wollen ja nur die 3000, die wir dann haben, ne? Das sind dann 6
Das heißt, die müssen wir dann... Wir brauchen dann 3000... Ja, natürlich brauchen wir 3000, wenn es mal 6 ist. Dann brauchen wir also 300 ewige Kugeln, um das zu machen. Wie viele ewige Kugeln haben wir denn so durch das normale Spielen erhalten? Ähm, 180. Ist ein bisschen zu wenig. Aber ich kann noch mal kurz gucken, wie viel das denn in Euro umgerechnet wäre. Was habe ich gesagt, wie viel wir brauchen? 300, ne? Und 5 Euro. 5 Euro sind 300. Hier. Okay, es kostet also 5 Euro eine Gilde zu erstellen, um es kurz zu sagen. Wo lade ich eigentlich jetzt hin hier? Dafür sind diese Wegdinger eigentlich ganz gut. Hi Shazi. What do you need, friend? Erstmal machen wir. Ja, Spiel sagt mir schon, was ich machen soll, ne? Ich muss gucken, ob ich das irgendwie ausschalten kann, diese Hilfe-Dingers. I hope that can help. Riesige komische Dinger hier. Was ist das? Einfacher Zauberer für Totenbeschwörer für Level 56 für Barbar und auch nochmal für Level 56. Da kann ich doch tatsächlich mal meine Truhe benutzen, wa? What do you need, friend? So, sonst haben wir hier gerade nichts, was wir machen können. I hope that can help. Wo ist denn hier die Kiste? Die ist hier um die Ecke. Ich komme gleich wieder, Shazi. Ich muss Sachen, die ich nicht benutzen kann, erstmal ablegen. So. Ja, das war wichtig, ne? Hey there. It's good to see you. Na, sieh mal, wer da ist. War das Herausforderungsportal ein Erfolg? Wenn ihr dort etwas gefunden habt, das ihr nicht braucht, könnt ihr es wiederverwenden und die Materialien zur Verbesserung eurer Rüstung anwenden. Hier wird nichts verschwendet. Oh, bevor ich es vergesse, ich habe etwas für euch gefertigt. Es ist dort auf der Ablage. Seht es als Dank dafür, dass ihr meinen Schwestern geholfen habt. Hoffentlich wird es euch auf eurem nächsten Abenteuer ebenfalls helfen. Da wir davon sprechen, der Großteil des Rakis-Platzes ist jetzt geöffnet. Überall befinden sich nützliche Händler. Seht ihn euch ruhig an. Wenn ihr nicht wisst, wonach ihr sucht, ist Wintons Markt ein guter Anfang. Goodbye. Shazis Geschenk. Was ich nicht gebrauchen kann. Good to see you. You do the fighting, I'll do the forging. Und wir haben ja wieder irgendwas Rotpunktiges. Gut. So, was haben wir denn hier?
Zauberhersteller. Ja, wir haben ja gerade ein paar Zauber gelagert. Identifikator, Raritäten und Antiquitäten. Hier ist alles, was so Juwelen, Kristalle, Gedönse ist. Essenztransfer ist wahrscheinlich was für später. Ruf des Geflüsters, das klingt nach einem Dungeon. Das ist der Markt. Das ist die Rüstkammer. Ah. Oh. Das ist unser erstes Auswahlding. Und ich nehme mal an, dass das Auge noch, genau, normalerweise eine Vorschau haben sollte. Fuchs. Ja, funktioniert wie es gedacht ist, I guess. Welcome, most esteemed patron. Hail and welcome to Winton's Grand Market, officially certified by Westmarch and a guaranteed fair trading ground. If you wish to buy or sell, we will gladly aid you for the smallest of fees. It can't hurt to look. Thank you for your visit. Welcome, most esteemed patron. Hi. Adventurer, over here. I think I have a few wares more suited to your skill set. I saw you leaving Winton's place. Perfectly fine if you're looking for jewels and that sort of thing, but I know there's more to being an adventurer than that. I'll trade you for any silver hilts, the coin of the Honorable Knights of Westmarch. Do good around here, earn a few, and your renown will foot the bill with me. Hilts, eh? I'll keep that in mind. If you're interested in browsing what I have available, come find me at the Immortals Overlook. Until then. Okay. I should check on Kane. Hopefully he has learned more about the stones. We have the finest goods the world over. Okay. Beobachtungsliste. So kann man also auch Platin verwenden. Okay. Fertigkeitensteine gibt's gerade nicht. Okay. Okay, wir haben nichts anderes. Ich lasse es einfach mal drin. Vielleicht können wir genug Platin verdienen, um eine Gilde aufzumachen. ja, whatever. Ne? A wonderful purchase. Remember us next time. Irgendwie kommen diese Quotes recht oft, die du da hast, ne? Ich mach mal selber ein. Genau. Ein typisches Logo-Quote. Ein Solo-Story-Dungeon. Hi, Kane. Kane, how goes your research? Have you found anything to help us destroy the shards? In fact, I've made quite a breakthrough. Poring through some of these ancient texts, I uncovered a man who knew more about the World Stone than anyone. Nerd! One of the original Herodrim, named Zoltan Kool. My ancestor, Jared Kane, documented his experiences with the man quite well. It seems Kool would experiment with soul stones in his spare time. Wow, das scheint eine echt nette Person zu sein. Habe ich noch nie gehört den Namen. Uff, sollten cool, ey. Soul stones.
Yes, powerful artifacts intended to house the spirits of the prime evils. Apparently they too were shards of the World Stone, but only Zoltan Kuhl knew of their construction. In the end, he was killed by his Horodric brothers. Accounts differ as to how, but it is clear the Horodrim made quite an effort to expunge his knowledge from the world. Moment. Zoltan Kuhl ist schon tot? Sollen wir jetzt Zoltan Kuhl wiederbeleben, um ihn dann in Diablo 3 nochmal wieder zu beleben? Um ihn wahrscheinlich in Diablo 4 nochmal wieder zu beleben? Oder wie ist das jetzt hier? Searching the world over for traces of a man who died centuries ago is no small feat. I don't even know what he looks like. Das ist ganz einfach. Das könnte ich jetzt sagen. The task is arduous indeed. Fortunately, the Horodrim's purge was not as thorough as they believed. I was able to unearth a few records that may help us. There's even a drawing of Kuhl, if you're curious. Ja. Ja, so sieht er aus. Sympathisch. Zoltan Kuhl's paranoia may benefit us. It seems he hid a number of archives throughout the world. My research shows at least one of his libraries survived, buried beneath the sands of the Shasar Sea. That's beyond Chaldeum. Ach was. Yes, it's quite the journey. In order to reach Shasar, you're going to need to book passage on a ship. Take that letter there on the table and bring it to the captain in the Wolf City Tavern. He'll know what it means. Well done, Kane. I will make my way there at once. It's growing late. Unterbrochen vom Ladebildschirm. Aber wir sollten zur Taverne gehen, sagte ja gerade. Okay. Oh, Dancing. Mysteriöser Gast. Okay. Doggo. Da ist ein Doggo mit einer Pride Flag als Halsband. Nett. Spiel hat Doggo. Spiel kann nur gut sein. I'm looking to book passage for a voyage to the Eastern Lands, and a friend told me that I might find help in this tavern. Would you know anything about that? Your friend's a wily one, whoever they are. Yeah, you're in the right place. But the guy you're looking for is outside. Pirates tend to get a little rowdy. Huh? What was that noise? Oh, God damn it. If they're starting a fight out there, they better not bring it inside. Well, what are you waiting for? An invitation to the tavern brawl? Right. I'll take a look. Nur deine Schuld. Ach ja. That is recharging. 1000 gold to whoever takes out the tough one. Ich bin keine Tough One, ich bin eine einfache Bibliothekarin. Oder so. Und da ist ein Mathelehrer gewesen. Stop, please! We only wanted to scare them into giving up the gold. Show mercy! Get out of here before the guards arrive. And don't look back.
Hi, Rim. Letting them walk was a wise move. Pirates like that come and go. Never know when you'll be forced to work with them again. And it's not like the guard would have shown up at a place like this anyways. They seemed misguided, but harmless. Besides, I'm actually here to find a captain willing to make the journey to the Eastern Lands. You seem to be the man this letter was intended for. Letter? Let me see that. Rem, es ist deiner Zeit einen Gefallen einzufordern. Dieser Abenteurer trägt das Schicksal der Welt auf den Schultern. Bitte weist den richtigen Weg. Deckard Cain. Also, reden. I see. So Cain's calling in his favor, eh? That must be important. Where are we headed? Ever heard of the Shasar Sea? Of course I have. Didn't realize you had a death wish, though. I don't usually go that far out. But after this little spat, my men and I might need to spend some time outside the city. All right, you have a deal. Meet me at the dock when you're ready and we'll set sail. Bin instant ready. Bin eher ready als ihr beiden. Und warum ist er so groß? Hi, Deckard Cain. You've made it. I take it my letter worked then. Here, I have something for you. I pray this serves you well as you brave the unknown. When you return, I will be here, in my workshop. Until then. Yay, endlich können wir in Vestbark Auto navigieren. Chaldeum and Shasar beyond it are a long way from Westmarch. Are you ready to take your leave? Ja. I am. Let's be off. Okay, jetzt rückbooten. Meer von Shasar. Und da haben wir Chaldeum, nehme ich mal an. Boah, sieht jetzt nur so aus. Und diese Shasar Sea. Drier than expected. Und diese Gegend kennen wir aus Diablo 3. Spätestens. You double-crossing rat. Give me the map. And maybe you live long enough to scurry away. Look at that, so. A stranger from out of nowhere to see. Ja, gut, der Blutrünstiger. I'm going to enjoy gutting you both. Der Typ scheint jetzt nicht sehr soft zu sein. A little help, please. Who are they? That is a question no native would ask. Those brutes were the Sand Scorpions, a group of vile murderers that I am overjoyed to no longer be a part of. Why don't you grab the key of Tiago and free me? Hm? Then we can talk more. Bestimmt eine gute Idee. You are amazing, friend. Now, not every traveler waylaid by the Scorpions has the strength to fight back. Much less kill Tiago the Bloodthirsty. What brings someone like you to this forsaken desert? I'm looking for a library of an ancient mage. It is said to be buried beneath the dunes. Would you know anything about that? A little too forthright for these sands, friend. You never know who may be listening, but yes, I know of what you seek. Come, we can discuss these things in a safer place. Welcome to the Shasar Sea. Hat er Animation. A more turbulent and accursed place you may never find. There they are. Animation over 9000 bytes off. The Scorpions have never forgiven us for leaving them.
But Tabri has a strength they lack. Come, you'll see. Where is everyone? It's not like the guards to be lying down on duty. You there? What has happened? Ah, the Lacuni attacked again. Tabri and the others went to fight them. Those damn beasts attack without end. Listen, friend. To find your library, you will need to speak to our leader, Tabri. Unfortunately for you, she is in the midst of repelling a Lacuni invasion. But hey, it's not all sandstorms and wasps. Sure, there are a few panther monster people in your way, but a person of your skill can easily remove them, yes? Zav, the Lacuni are already at our gates. We need all the blades we can get. Of course, of course. Take my friend here, and I will join you once I have taken care of this man's grievous wounds. Right, Zav. Whatever. Come this way, stranger. Ja, ich würde sagen, das sieht eigentlich eine ganz gute Ecke aus, um aufzuhören, weil wir gerade wieder in so einer Hub-City gelandet sind. Mit scheinbar... So, auf der Karte sieht es aus, als ob da so ein Zirkus-Set ist, aber sowas in der Richtung sehe ich hier gar nicht. Ist doch nicht so wichtig. Hier ist ein Artefakt-Recorder. Okay. Das Fahrrad. Oh, nicht schlecht. What can I do for you? Back to work then. Need something reforged? A job well done. Nun gut, ja, würde sagen, ja.